würde mich aber mal ganz kurz noch interessieren, was ist denn, wenn ich hier eine Granate werfe? Achso, ich habe keine Granate. Schade. Das wäre jetzt wahrscheinlich witzig geworden. Was ist das denn für ein Ding? Naja gut, das ist irgendwas Außerirdisches. Das kann ich nicht verstehen. Werde ich nicht verstehen und weiß ich nicht, will ich vielleicht auch gar nicht verstehen. Hier unten ist doch so ein Ding, das konnte man noch kaputt schießen letztens. Okay, kann man immer noch kaputt schießen, sehr schön. Okay, da geht's runter und irgendwo hin. Und es schreit immer irgendein Viech, wenn ich sowas kaputt mache. Das ist mir gerade sehr ungeheuer. Oh, da ist er ja. Ja, komm ran. Komm ran. Ich habe keine Muni, ich will dich packen. Ja? Bist du mir ein bisschen zu nahe gekommen, mein Lieber, ne? Da ist noch einer von denen. Ich pack die jetzt einfach, weil ich keine Muni mehr habe. Oh, wir können sogar schnell fliegen. Okay. Das ist vielleicht gar nicht mal so blöd. Andererseits haben wir keine Rüstung dadurch. Na, komm her. Krieg ihn nicht. Oh, 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 was ist denn da los? Das Bild war kurz weg. Ah! Ist mir wieder in die Griffe gelaufen. Geflogen. So. Das war's mit dem Viech. Okay, ich glaube, die kommen die ganze Zeit. Ich glaube, die kommen ununterbrochen. Deswegen schaue ich jetzt mal, dass ich ganz schnell hier in die... War das hier? Das sieht nach einem Ausgang aus, aber die Strömung treibt mich zurück. Hier muss irgendwo eine Energie. Ah, okay, alles klar. Ja, ich muss in Bewegung bleiben. Also die Viecher sind gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Okay, jetzt sind schon zwei. Ach du Schande, ach du Schande. Okay, da sind wir hergekommen. Da sind wir hergekommen. Ach, sei ruhig, Mensch. Ich probiere es jetzt mal. Hier müssten wir... Jetzt müssten wir doch hier durchkommen, oder? So, sehr gut. Okay, das bringt leider nichts. Das geht, glaube ich, im Kreis. Na, komm schon. Geh drauf. Okay. Jetzt muss ich nochmal gucken, wo war denn dieses Loch? Von eben. War das das da? Komm nur her und ich greife dich. Komm nur her. Das war das Loch. Genau, jetzt ist es aus. Ach du Gott, ich krieg ihn nicht. So, jetzt... Oh, Orientierung, jetzt brauche ich erstmal Orientierung. Sonst ist rum. So, hier sind wir durchgekommen. Wo ist denn das Viech? Ich glaube, das ist... Oder ist es doch der letzte? Ich schalte ihn jetzt noch aus. Ich will dich jetzt nicht erschießen. Ich habe nämlich kaum noch Schuss. Ah, da habe ich dich. Da habe ich dich. So.
Aber ich höre schon wieder jemanden. Da ist noch so ein Viech. Monster. Ich dachte gerade, wir können uns eventuell sogar anschleichen. Ich bin hinter dir. Oh, kann man sogar. Na, optimal. Oh, Mist, da ist noch einer. Das ist die reinste Alien-Klopperei hier. Ach du Scheiße. Nein. Nein. Ja, ich muss in Bewegung bleiben. Verdammt. Jetzt sind wir wieder hier. Okay. Das heißt, wir wissen jetzt, wir brauchen nicht großartig auf die Viecher zu gehen. Die kommen nicht immer wieder, da verballern wir unnötig Munition. Deshalb einfach nur geradeaus durch irgendwo einen Ausgang suchen. Ah, Mann, ich hoffe, das ist bald vorbei mit dem ganzen Gequalm und so weiter. Das drückt die Frames nämlich echt ordentlich. Okay, das geht wahrscheinlich nicht. Das ist nicht zum Durchgehen gedacht. Da scheint Licht. Das sieht richtig aus. Das sieht richtig aus. Na los, weg da. Okay, und dann vermute ich da runter. Okay, Spiel gespeichert. Das ist schon mal gut. Da ist wieder das Geräusch. Klingt, als würde hier gleich alles einstürzen. Oh ja, oh ja, oh ja, aber das ist... Oh je. Ich hoffe, das ist auch nicht allzu gefährlich jetzt. So. Jedenfalls, die Frames haben sich normalisiert. Das ist wieder so ein blödes Viech. Jetzt geht's mit den Frames. Ja, gerade sage ich es noch. Ist jetzt ein bisschen zu spät gewesen, habe ich jetzt vergessen. Aber müsste trotzdem noch gehen. Okay. Das ist schön, dass das Anschleichen wenigstens so funktioniert. Durch die gesamte Höhle verläuft. Sieht biologisch aus. Scheint aber unter Spannung zu stehen. Sieht aus wie so ein DNA-Strang, das Ding. Ein bisschen zumindest. Aber ja. Neumodische Glasfasertechnologie. Puh, und hier sind Pistolen. Okay, hier ist also schon irgendwie... Entweder ist hier schon mal jemand... Oh, hier ist die Dings. Haben wir für die schon Munition? Nein, haben wir nicht. Doch, haben wir. Haben wir für die Waffe eventuell... Laservisier, Reflexvisier. Randgeschosse. Okay. Nehmen wir mit. Da sind wir ein bisschen besser bedient. Wie, mit der anderen. Okay, aber sonst ist hier, glaube ich, nichts, was wir noch irgendwie gebrauchen könnten. Sieht aus wie ein Rucksack hier. Ein Radio. Ja gut, okay. Das hat ja nicht so toll funktioniert. Sieht aus, als hätten sie draußen irgendwas gesammelt. Ja, Gott sei Dank auch die richtigen Sachen für mich zumindest. Gott, da wird's ja schlecht bei so viel. Boah. Okay. Und fupp. Hätte ich jetzt cool gefunden, wenn man die anderen Sachen dadurch auch wegschieben könnte. Aber okay. Also das Kabel, wenn hier so eine Art, wenn schon eine Andeutung da ist, dass das ein Stromkabel sein könnte. Da sind noch mehr von diesen Maschinen, aber sie sind anders. Was zum Teufel geht hier vor? Auf jeden Fall geht das Kabel dahin anscheinend weiter. Okay, es ist Alien-Technik. Kein Mensch versteht es. Es ist Alien-Technik. Und
Ich glaube, wir sind hier richtig. Ich komme mir ein bisschen vor wie auf so einem Borgschiff. Diesmal mache ich mich aber unsichtbar. Sonst ist hier auch keiner. So. Ja, ich bin so ein kleiner Duke Nukem, ne? Nur, dass wir hier die Aliens verprügeln und sie nicht abballern. Aber auch nur wegen Munitionsmangel. So, hier ist wieder dasselbe Ding wie vorhin, nur diesmal in Blau. Nicht mehr, ich glaube, in Rot-Grün, wie es vorhin war. So, überall komische Anzeigen, die wir nicht verstehen. Das sieht aus wie eine Produktionsstraße hier drüben. Na, wie in der Automobilindustrie, nur eben in der Alien-Industrie. Was die da zusammensetzen, kann ich mir jetzt gerade auch nicht zusammenreimen. Ach, das ist das Ding hier aus dem Fenster. Haben wir eben rausgelugt. Hier ist das Stromkabel. Teilweise kommst du dir wirklich vor wie im All. Diese Tore sind zeitgesteuert, wie eine Sequenz. Vielleicht komme ich mit dem richtigen Timing durch. Ach, diese Dinger hier. Okay. Ach du meine Güte. Oh! Was ist denn da los? Ach du Mann. Ach du Mann. Ach du meine Güte. Oh! Okay. Tarnfeld aktiviert. Es ist auf, wir sind durch. Gut. Energie kritisch. Ich bin jetzt in Tarnmodus, weil ich dachte, hier sei noch so ein Viech irgendwo. Das sieht so dermaßen organisch aus. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das Energie sein soll, aber natürlich, das Gelbe deutet darauf hin. Wenn wir zurückgestoßen. Ah. Aber dich erledigt. Ah, das ist so eine Art Transportweg. Okay. Ach du Kacke. Oh Nomad, ich hoffe, du hast einen gesunden Magen. Wow. Erstmal ein bisschen Achterbahn fahren hier. Verdammt, wo zum Teufel bin ich? Das war mein Höllenritt. Das ja. Aber hey. Das war cool. Ich finde das voll geil, diese ganzen kleinen Glühwürmchen hier. Ich mag das. Es gibt richtig, richtig gute Atmosphäre hier. Hier ist wieder der Kabelstrang. In einer überdimensionierten Steckdose. Puh, da
Das hört sich nicht gut an. Das hört sich echt nicht gut an. So, hier nochmal gucken. Hier könnten... Ah, hier ist wieder Munition. Leider die falsche. Schiffsmotor, eine Schubkarre. Mein Gott. Da frage ich mich auch, wie kommt das Zeug hierher? Das frage ich mich. Wie kommt das Zeug dahin? Die Waffe brauche ich. Brandgeschosse, noch besser. Schrotmuni ist voll. Wir haben auch gar keine Schrotflinte dabei. Das muss ich mal ganz kurz gucken. Wir haben... Okay. Brandgeschosse und das Ding. Okay, wir haben ungefähr knappe 300 Schuss. Wir haben sogar 300 Schuss. Insgesamt. So. Sieht aus wie ein Plan der Höhlen. Das Höhlensystem scheint riesig zu sein. Die Stromleitung läuft durch den gesamten Komplex. Ah, okay. Das Orangene ist also quasi das Stromkabel, wo wir es eben von hatten. Okay. Sieht aus wie ein Ei. Achso, da sind wir hergekommen, ne? Da kamen wir her. We'll be right back.